Leute und herzlich willkommen zum heutigen Infovideo. Ja, und zwar geht es, ihr seht hier, heute keine Facecam, MCDP1. Das MCDP1 Projekt wird diesen Samstag starten, das heißt sonntags oder montags werden die ersten Folgen kommen. Und da habe ich gedacht, ich informiere euch so ein bisschen, was das Ganze ist, damit ihr auch ein bisschen Bescheid wisst. Und natürlich auch für die anderen Teilnehmer, dass sie das schauen können und wissen, okay. Also, ja. ich habe ein Dokument gemacht. Das können sie zwar auch sehen. Von daher, ja, egal. Also, worum geht es vielleicht erstmal? Bei dem MCDP Projekt 1 oder 2021 handelt es sich um ein Remake, respektive eine derbe Kopie von Varo. Denke mal, jeder von euch kennt Varo. Wir dachten, wir machen das erste so ungefähr mit 10 Teams, a 2 Spielern. Bisher sind es 5 Teams, a 2 Spielern, aber egal. Das Ding ist, uns geht es auch noch nicht so krass, um möglichst großes Projekt zu haben, sondern mehr einfach um den Spaß, ja. Genau, eventuell ein 6. Team wird noch helfen, aber das ist noch nicht ganz klar. Dann, das Projekt. Sorry, wurde gerade abgelenkt von einem Vogel draußen, der so komisch zwitschert hat. Egal. Das Projekt ist in der 1.8. Genau. Ja, es ist halt, MCDP steht für Minecraft Duo PvP. Ja, der Start wird dann halt so sein, dass alle online sind, alle in ihrem Plot. Das wird übrigens auch ziemlich genau gleich aufgebaut. Es gibt aber keine Kisten am Spawn. Und beim Spawn ist halt auch das Netherportal. Genau, ich werde auch gleich noch ein bisschen die Regeln vorlesen. Und dann, ja. Viel mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen, weil, ja. Nehmen wir an, ihr kennt Varo. Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Egal. Die Regeln. Also, was die erste Regel ist, was zwar eigentlich mehr ein Hinweis ist, aber egal. Ist, wenn man eine Regel missbraucht, egal ob mit Absicht oder nicht, bekommt man einen Strike. Nach 5 Strikes wird man gebannt und darf nicht mehr teilnehmen. Genau, das haben wir auch ziemlich strikt und alles. Man darf es höchstens 15 Minuten lang aufnehmen, aber das wird von einem Plugin gesteuert. Ach Digga, das ist schon wieder so eine blöde Mücke, Alter. Ich weiß nicht wieso. Na egal. Genau, in einer Woche haben wir gesagt, ja, müssen mindestens so 3 Videos hochgeladen werden und höchstens 5 dürfen hochgeladen werden, ja. Genau. Wer stirbt, ist raus, ob mit Fremdeinwirkung oder nicht. Der Tod ist unwiderruflich. Genau. Das heißt, auch wenn man durch einen Bug stirbt, ist es natürlich ärgerlich. Gut, ganz ehrlich, wenn jetzt da jemand bei unserem Projekt, was ja nicht so professionell noch ist, ich glaube, wenn er wirklich durch einen Bug stirbt und das zu 100% nachweisbar ist, würde ich ihn, glaube ich, wieder beleben, weil das ist sonst ein bisschen scheiße, aber naja. Dann ist es verboten zu teamen und das heißt, wenn im Team zum Beispiel nur noch einer lebt, beim anderen auch, dass die dann zu zweit wieder sind oder so, darf man nicht. Genau. Dann, es sind Items verboten zu craften, zum Beispiel, oder zu benutzen, ja, falls man die findet. Das ist der OP-Apfel, das Ende-Auge und noch ein paar Tränke, aber die werde ich jetzt nicht alle aufzählen. OP-Apfel einfach aus dem Grund, weil er sehr, sehr stark ist. Klar, ist auch sehr, sehr teuer, aber trotzdem, wir wollten den nicht drin haben. Ende-Auge haben wir bewusst rausgenommen, weil wir nicht wollen, dass man ins End geht. Und wenn man ja ins End geht, dann braucht man halt das Ende-Auge. Das macht Sinn. Weil, wenn man ein Enderman tötet, bekommt man eine Enderperle und mit der kann man sich teleportieren. Die darf man natürlich verwenden. Dann, Spawn Traps sind verboten, allerdings nicht das Abwarten, bis der Gegner spawnt. Also, Nachjoin ist erlaubt, aber Spawn Traps sind verboten. Das heißt, wenn man zum Beispiel weiß, der hat sich da auf einem Baum ausgelockt, man baut den ab und setzt unten dran Lava, dass er instant reinfällt und stirbt. Aber wenn er jetzt zum Beispiel sich auf dem Baum ausgelockt hat und der andere merkt, dass sie gerade wieder gejoint sind oder ein bisschen später, dann dürfen die direkt hinterher wieder. Das ist natürlich erlaubt. Denn auch Fallen wie zum Beispiel so eine Zuckerrohrfalle oder so
Das ist erlaubt. Auch wenn man zum Beispiel irgendwie Löcher grabt oder so, wenn man da per Zufall einen reinfällt und so. Solche Fallen sind erlaubt, genau. Dann, das Netherportal darf nicht zugebaut werden, es darf nicht zerstört werden oder mit Blöcken, Lava oder ähnliches zugebaut werden. Wieso habe ich das zweimal erwähnt? Keine Ahnung. Man darf höchstens 2 Folgen vorproduzieren, genau, dass man nicht einen zu krassen Vorsprung hat. Dann, es dürfen keine Shaders, Mods, Forge oder ähnliches benutzt werden. Optifine ist allerdings erlaubt. Was blieb auch ähnliches. Wie Optifine, einfach dass es besser läuft und so. Ist halt auch erlaubt. Dann, man muss nach jeder Ausnahmesession 12 Stunden Pause machen und das wird auch durch ein Plugin gesteuert. Ich glaube, das war ja beim richtigen Varo nicht der Fall. Da konnte man, glaube ich, instant wieder drauf joinen. Das haben wir aber gemacht, dass es einfach alles ein bisschen verzögert wird und so. Klar, es ist dann scheiße, wenn man jemanden getötet hat und dann musst du 12 Stunden warten, bis du sein Blut aufsammeln kannst. Aber naja, wir sind ja auch nicht viele Leute. Ich meine, bisher machen 10 Leute auf Safe mit. Und die Welt ist relativ groß. Das kommt dann später auch noch. Von daher, das wird dir nicht einfach so weggesnackt. Außer sie wissen natürlich in dem Moment, wo du bist. Dann, da es ja um Mods geht, dass das alles nicht, also das ist ja klar, und Forge und so, dass es nicht gebraucht werden darf. Das Texture Pack darf jeder brauchen, was er will. Da haben wir auch nicht gesagt, irgendwie 32 Pixel oder 64 Pixel. Da haben wir auch gesagt, ja komm, ist ja nicht scheißegal. Dann, es darf kein eigenes Nether-Portal gebaut werden. Genau, man darf nur das in dem am Spawn benutzt werden. Das Projekt darf nicht gestreamt werden. Ist ja, glaube ich, klar, ist ja auch ko komplett dumm, wenn du einfach gestreamt wirst, aber egal. Die Map schrumpft jede Woche 100 Blöcke, genau. Die Welt, die 1000 Blöcke in jede Himmelsrichtung. Ja. Und das ist halt auch dann so unsere Taktik. Wir werden am Anfang einfach möglichst weit wegrennen, damit wir einfach safe sind. Mehr sage ich jetzt dazu noch nicht. Kommt im ersten Video, was wahrscheinlich im Sonntags oder Montags kommt. Wir wissen noch nicht genau. Dann, im Video darf nichts von der Aufnahme heraus. Ah, ne, ups, ich habe jetzt einen übersprungen. Es muss mindestens jemand aus einem Team aufnehmen. Es wäre aber besser, wenn jeder aufnimmt. Falls jemand nicht kann, muss er mir im Vorfeld Bescheid sagen. Genau. Und zwar ist es so, eigentlich bei Varo muss ja jeder etwas aufnehmen. Wir haben gesagt, ja, komm, wir machen mal nur ein Teammate, weil viele Kumpels, die halt mitmachen, die können halt zum Teil gar nicht aufnehmen. Das ist so ein bisschen das Problem. Und wie gesagt, bei diesem Varo ist es sowieso so, oder MCDP eben, dass wir viele Ausnahmen machen, weil wir wollen ja einfach vor allem fahren und nicht, es muss alles schön nach den Regeln sein und so. Also klar, versuchen wir dich einzuhalten, aber naja. Genau, dann im Video darf nicht von der Aufnahme heraufgeschnitten werden. Jeder einzelne Frame muss zu sehen sein. Es dürfen allerdings zum Beispiel Einspieler verwendet werden. Genau, das haben wir auch gesagt, es muss einfach das komplette Gameplay muss zu sehen sein, aber man darf so ein bisschen cutten, dass es ein bisschen funny wird. Aber nicht zum Beispiel, wenn man dann 10 Minuten irgendwie meint und 5 Minuten passiert ein bisschen was, dass man einfach 10 Minuten rausschneidet. Auch wenn das dann ein bisschen lame ist, das muss aber drin sein. Dann die Zäsur vor den Koordinaten ist erlaubt und halt auch im Foto logischerweise, weil sonst findet man ja dich viel zu schnell. Macht noch Sinn. Dann es ist nicht erlaubt, den Wither zu spawnen. Genau. Haben wir gesagt, wollen wir nicht. Ja. Genau. Es ist verboten, ins End zu gehen, habe ich ja schon mal erwähnt. Dann, falls ein Team. Oh Gott, was habe ich jetzt gemacht? Falls ein Team nach 30 Sessions noch keinen Feinkontakt hatte, werden die Koordinaten des Teams im Chat geleakt. Das ist auch ein Plugin. Und zwar, ja, 30 Sessions, das sind halt übertrieben lang. Ich glaube, niemand wird so lange ohne Feinkontakt sein. Vor allem, ich glaube, es ist dann so nach 50 Sessions oder so, wird dann bekommt man einen Strike, aber das habe ich jetzt nicht extra aufgeschrieben, weil ich glaube nicht, dass es 50 Folgen überhaupt geben wird von einem Team und ich glaube auch nicht, dass das ein Team so lange aushalten würde ohne Feinkontakt. Naja. Ja, dann sind eben, wie gesagt, noch ein paar Tränke, die man nicht gebrauchen darf, die, werde ich jetzt aber nicht aufzählen, das gibt uns viel zu lange, also auch Wurftränke. Wie gesagt, die Mitspieler haben das bekommen, die dürfen das nicht machen. Ich glaube sowieso, Tränke werde, glaube ich, sowieso nicht wirklich viele machen.
Weil, ja, ist relativ unnötig halt, naja. Also finde ich. Naja. Auf jeden Fall, also ich freue mich, bin extrem gehypt, auch wenn es komplett schief gehen wird, ist mir eigentlich relativ egal. Ich glaube, es wird lustig. Und ich bin auch froh, dass ich ein Teammate gefunden habe. Wir werden auch noch so ein bisschen vorher noch ein bisschen trainieren, damit wir nicht komplett scheiße sind. Trainieren, in Anführungszeichen. Einfach ein bisschen Fun haben. Und dann, ja, was sage ich mit diesem Information-Video? Ich glaube, ich werde dann das Projekt als Abwechslung. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie viel es mir dann reicht. Ob ich Minecraft, respektive, vielleicht wird auch mal Blair Witch ausfallen, vielleicht wird auch mal Red Dead ausfallen, vielleicht wird auch mal. Was spiele ich eigentlich noch? Luigi's Mansion ausfallen oder halt Minecraft? Ich weiß es noch nicht. Das werden wir sehen. Videos werde ich auch relativ schlicht cutten. Da ich einfach vor allem das Gameplay im Vordergrund haben will. Aber ich glaube, es ist kein Problem. Ja. Ich bin gehypt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Dann würde ich sagen, bis Samstag, respektive für euch sonntags oder montags. Und wünscht uns Glück, dass wir nicht in der ersten Folge verrecken. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Is it what do you see as you twist it out?